Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt gerade vor ein paar Minuten hat mich das Sprichwort beschäftigt, ins Wasser gefallen. Was heißt das? Also ich kann mir vorstellen, wenn man unterwegs ist und man stürzt in eine Lacke oder in irgendwas, man ist nass, dann ist es vorbei mit der Garde. Dann hat man keinen Spaß mehr, dann denkt man sich, jetzt mag ich heimgehen, jetzt reicht's. So könnte es uns vielleicht jetzt gerade gehen, aber wir wollen ja jetzt nicht nur feiern, auch wenn Kistenbrau auf der Einladung größer gestanden ist als von Leichnamsprozession. Das ist für die, die nicht lesen können, oder der Kistenbrau wichtig ist als die von Leichnamsprozession. Die möchte ich ja auch haben in der Kirche. Nicht nur die, die was grundsätzlich gerne in die Kirche gehen. Aber es geht um den Herrn. Es geht dadurch auch immer auch um dich und um mich. Denn wenn wir zu Gott gehen, dann verlieren wir nichts. Verlieren wir keine Zeit, dann machen wir nicht unnötige Opfer, dann werden wir nicht umsonst manchmal auch verachtet oder ausgelacht, sondern es gibt auch immer was bei Gott. Bei Gott geht keiner leer aus am Ende, sondern Jesus möchte uns beschenken. Gott möchte uns etwas geben und das ist sein Segen. Gnade nennen wir sie in der Theologie. Und die ist für jeden etwas anders. Der Segen Gottes kann für den Schüler eine gute Note sein. Für einen älteren Menschen Gesundheit und dass sich jemand ordentlich um ihn kümmert und ihn begleitet und liebevoll ist mit ihm. Für einen Arbeiter, dass der Arbeitgeber Arbeit für ihn hat. Viele, viele Möglichkeiten kann so ein Segen sein, den wir brauchen und den wir heute besonders von Jesus erbitten. In der ersten Lesung aus der Genesis haben wir von Abraham gehört. Er bekommt ja später seinen vollständigen Namen Abraham. Abraham hat Krieg geführt, ging eine massive Übermacht. Es ist um die Befreiung seines Neffen Lot gegangen. Der wurde überfallen und mitgenommen. Er hat es mitbekommen und er wollte seinen Verwandten freisetzen, befreien. Es war eigentlich unmöglich, dies zu schaffen, aber mit Gottes Kraft und Weisheit ist alles möglich, auch eine 3- bis 10-fach stärkere Truppe zu besiegen, zu überwältigen. Und Abraham weiß, wem er diesen Sieg verdankt. Und es kommt der König von Salem, Melchisedech. Und er wird gedeutet, dass es Jesus selbst war, dieses Bild für Gott ist auf dieser Erde unterwegs. Abraham war der Erste, dem Gott so richtig begegnet ist, seit Adam und Eva wieder. Wir könnten diese Begegnung wieder so der Beginn des Begegnens und Sprechens Gottes mit dem Menschen sehen. Melchisedech, König des Allerhöchsten. Und er bringt als Dank für Gott Brot und Wein da, für diesen Sieg, für diesen Erfolg, dass Abraham seinen Neffen Lot freisetzen, wieder zurückgewinnen konnte. Ja, wir haben Brot und Wein heute dargebracht als unsere Gabe. Wir werden nicht den 10. Teil heute, so wie Abraham, bringen, aber wir wollen unsere Zeit, unsere Mühe, unsere Opfer bringen und sie Gott übergeben, Jesus übergeben und sagen, du kannst sie verwandeln. Du weißt, für was es gut ist, worunter ich leide, worunter ich Schwierigkeiten habe, wo so meine Mühsal in meinem Leben liegt. Gott meint es gut mit uns. Er kennt uns, er ist dabei, er schenkt uns nicht alles. Aber er begleitet uns. Er ist dabei.
Das müssen wir uns manchmal bewusst machen. Auch ich muss es mir immer wieder bewusst machen, wenn ich unterwegs bin, dass ich sage, Jesus, du bist bei mir. Du hilfst mir, du weißt, was meine nächsten Aufgaben, meine nächsten Begegnungen sind. Du weißt das Wort, das jemand jetzt braucht. Du weißt, zu wem ich gehen soll, was ich tun soll. Dieses bei Gott sein ist immer wieder Auftrag und Aufgabe. Und ich glaube, wir alle haben zu danken und der Dank führt uns in die weitere Segnung. Der heilige Bernhard von Clairvaux, große Ordensheilige der Zisterzienser, hat einmal gesagt, könnte es nicht sein, wenn Gott keine Segnungen schenkt, dass der Dank fehlt. Der Dank, der den Segen, die Schleusen des Himmels für die Gnaden, für das Gute, für die Geschenke öffnet. Und deswegen danken wir für all das Gute und wir bitten für unsere weiteren Anliegen. Wir bringen Brot und Wein da. Du und ich haben es bereits getan. Wir haben kommuniziert, Jesus empfangen. Wir haben gebetet. Jesus, du kennst meine Familie. Du kennst mich. Du kennst meine Anliegen, meinen Besitz, meine Arbeiten. Ich bitte dich, dass du mich segnest, dass du dabei bist. Du sollst auch bei mir zu Hause wohnen. Du sollst mich begleiten. Du sollst ein- und ausgehen. Ich möchte, dass du dich wohlfühlst, vertraut bist mit meinem Heim, mit meinem Besitz. So sollen wir Gott immer wieder einladen. Brot und Wein können wir aber auch anderen Tags darbringen, nicht nur am frohen Leichnamstag, sondern auch am Sonntag und an anderen Tagen, wo wir Gottesdienst feiern, Eucharistie. Gott meint es gut mit uns. Er lässt uns nicht leer ausgehen. Das hat Jesus gezeigt im Evangelium. Viele Menschen waren bei ihm, sie haben Hunger bekommen. Und dieser Hunger ist immer wieder unterschiedlich. Der Hunger dieser Zeit ist die Sicherheit, die Geborgenheit. Haben wir die nächsten Monate noch Arbeit? Ist das Geld noch das Wert nach ein paar Monaten, wie es auf der Bank liegt oder nicht? Habe ich noch einen Arbeitsplatz oder gibt es zu wenig Rohstoffe oder andere Mittel, dass ich keine Arbeit mehr habe? Das sind unsere Nöte. Und Jesus kann sie uns sichern. Jesus kann uns helfen, dass wir hier kreativ sind, dass wir hier immer wieder unsere Arbeiten, unsere Dinge haben, die wir brauchen für den alltäglichen Gebrauch. Aber er spannt uns ein. Habt ihr nicht etwas zu essen? So fragt Jesus seine Jünger. Nur 5 Brote und ein paar Fische. Mehr ist nicht da. Ja, wir müssen mit dem kommen, was wir haben. Das ist der wichtige Auftrag. Wir müssen mitdenken. Wir müssen auch etwas tun. Und wenn wir mitgedacht haben, was wir konnten und getan haben, was wir konnten, dann wird Gott den Rest machen. Das ist der wichtige Auftrag. Diese Verbindung mit Gott, mit unseren Möglichkeiten, das ist das Optimum. Da wird uns Gott erhören. Da wird uns Gott segnen. Dich und mich. Er wird vermehren. Er wird Ideen schenken. Er wird seinen Geist senden, der uns immer wieder Freude gibt im Herzen. Wir könnten jetzt alle depressiv reinschauen. Es hat geregnet. Aber es bringt. Und deswegen wollen wir auch fröhlich sein und positiv. Auch wenn unser Plan nicht ganz so verläuft, wie wir es geplant und vorgehabt hätten. Der Segen Gottes ist für jeden von uns anders. Heute wollen wir ihn besonders für deine und meine Anliegen erbitten. Jesus, schau auf uns. Schau auf unsere Anliegen. Vielleicht auf Anliegen, die du jetzt gerade gar nicht weißt, die dir gar nicht bewusst sind.
Jesus kennt alle unsere Probleme, kennt die nächsten Stunden, Tage, Monate. Er weiß, was wir brauchen. Und dafür bitten wir dich, Jesus, dass du jeden Einzelnen, so jeden Einzelnen des Dorfes, der auch Gast ist, ein- und ausgeht, dass du alle segnest, behütest und beschützt. Amen. So segne, behüte, führe und schütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.